halte hier gerade meinen Schwarzwälder ab. Sieht hier. Man nicht? Ist ein bisschen klein. Wenn Theo der hässlichste Mensch der Welt ist, dann dreh dich mal im Kreis. Kann nicht. Wer hat dich mit Waffen aufgerüstet? Erzähl mir mal. Ja, das warst du. Ist das blöd von dir? Sag mal, geht's noch? Hey! So. Junge! Marcel, warum machst du das? Pablito, wir haben nicht mehr viel Zeit für die Seelen, ne? Ja, deswegen behalte ich es. Wir müssen schnell den Helikopter holen. Komm, lass ihn gut. Sergen, wo bist du? Wir sind hier. Ey, Sergen, wir fliegen mit dem Alien hinterher, ja? Affenboden! Sergen! Polizei, Jungs! Trabanto! Oh, verdammt! Adios! Hey! Ey, warte, nimm den mit. Flanders um mein Kopf. Ach, du Scheiße, Dio! Das war ein Hilo. Ich wusste es nicht hier. Oh, verdammt, der Gaul! Hallo! Was ist denn los, Bundeswehrler? DDR, Junge, die echte! Die Entschuldigung ist mir mehr wert als alles andere. Wer hat, habt ihr schon mal gesehen, die Geist? Natürlich. Und was hat die gemacht? Ja, genau so. Eingejagt, ne? Richtig. Dann hat sich Pablito in die Hose geschissen, ich musste abwischen, weißt du? Verdammt, warum du fliegst so tief? Geradeaus so. So tief. Pablito Roulette machen? Pablito, warum fliegst du das so tief? Pablito, mach das bitte nicht. Mach das nicht! Das ist Pablito Roulette. Okay, jetzt das einmal unten durch einmal. Komm, Junge, zeig Matteo. So blöd kann keiner sein. Wer hat mich gerettet, Junge? Wie geht's denn? Ey, verdammt, hier noch einmal. Wir sind abgestimmt mit dem Heli. Mit dem Heli? Boah, haben sie aber Glück gehabt. Sind sie voll? Nein, weil eure Chef hier oben meint, ihr will zeigen, Junge, was ihr alles kann in die Windblätter. Wir sind oben geflogen. Er sagt, guck mal. Ich sage, mache lieber nicht. Er sagt, guck mal. Ich fliege hier durch, Junge. Zack, bumm, kommt die Windrotto. Sind wir unten, Junge? Du kannst du das, Theo, kannst du das? Ja. Nein, hey! Lass mich fliegen, glaub mir. Sergen ist der beste Pilot in der Stadt, glaub mir. Willst du mal was erleben, Theo? Ich hab damals das Fliegen in Vietnam gelernt, weißt du? Okay, dann kannst du jetzt auch wahrscheinlich nur gut werden. Pass auf mit die Auto, Blatt! Was sagst du? Pass auf mit die Auto! Willst du mal was Cooles sehen? Ja, ich würde gerne was Cooles sehen, immer. Ich lebe... Hey! Junge! Hey! Junge! Junge! Das kann doch nicht sein! Okay, Junge. Verdammt, die Klugscheiße immer! Ich weiß doch nicht, die Junge, das ist, weil ihr alle verdammte Arschloch seid, Junge. Du. Sei mal ehrlich, ein Honey wollte durch cool machen und wollte schnell durch diesen Tunnel fliegen und dann habt ihr Unfall gemacht. Da. Ja, genau so war das, Junge. Oh Mann, ich trau's nicht. Langsam! Hey, Bolito, fahr langsam! Er schafft es. Pabliten, hast du irgendwie Chips gegessen oder so? Nicht, dass du abrutscht, ne? Guck mal, wie der nicht redet. Au! Oh! Bitte nicht. Oh, Pabliten! Oh! Ey, super! Ich bin der beste Pilot und nicht schwer geht. Na klar! Da hab ich mal anders von. Ich hab einmal von dir anders geträumt! Es ist ja alle los, alle los. Oh mein Gott, Rotoren! Nicht nach hinten gehen, Rotoren! Ja, schon vor uns. Theo, hieß sie, verdammte Scheiße. Langsam. Es gibt eine Regel, man muss langsam rangehen. Langsam, Theo, langsam, du darfst es auf sie suchen. Okay, kommt alle zusammen. Theo, langsam, sonst ist sie weg. Hey! Theo! Komm zurück, Theo! Oh. Theo, tu mir einen Gefallen, du musst dich jetzt an etwas halten. Du musst sie jetzt rufen. Elizabeth Taylor! Hallo, Geist, Elizabeth Taylor! Yes, Elizabeth Taylor! Oh, shit, Junge! Oh, Geist! Elizabeth, wir sind in Frieden da. Warum? Bloody Mary! Letztes Mal war die Jonah nicht geheilt. Was haben wir gemacht? Ich kenn dich gar nicht. Warum geisterst du hier rum, verdammte Scheiße? Schaut mal, was ich hier für ein Zeichen gelassen hab vor mir. Juck! Steht's. Jack heißt das, Jack. Ach so. Jack ist derjenige.
Welche sind verdammt nochmal Jack? Der mich umgebracht hat. Oh mein Gott, Zick hat sie kalt gemacht. Das heißt Jock. Auf Jok. Türkisch. Weg. Das kann auch Jock heißen. Ich weiß es nicht. Vielleicht meint sie damit auf Türkisch Jock? Ey, verdammt, das ist Elizabeth, kannst du mir einen Gefallen tun und meine Freundin in Ruhe lassen? Gau, kneif mich mal einmal rein. Jetzt kommt drauf. Kann ich noch nicht, dauert noch eineinhalb Minuten. Wir sollten vielleicht dann nicht. Warte, Theo, komm mal her. Hi. Ja? Dankeschön. Das ist immer noch da. Oh mein Gott. Theo. Wem ist sie? Ist sie tot geworden? Und dann jetzt hier? Theo. Hä? Wir müssen hier ein Lied singen. Sonst bring ich euch um. Okay, ich kenne ein Lied. Ich kenne eine. Wo bist du, mein Sohn, im Licht? Ich suche dich und vermisse dich. Yes. Ich denke, Theo, nur auf dich. Mein Gott, sie ist weg. Oh, verdammte Kack, Junge! Protonstrahle an, Jungs! Verdammte Kack! Protonstrahle an! Bam! Das Jock ist weg. Bastes. Hast du ihn eingesaugt? Wir haben die eingesaugt. Laber nicht. Verdammte Kacke, haben wir den? Lass mich raus, lass mich hier raus. Nein, fick dich, Geist. Laber nicht. Fick dich, Geist. Fick dich. Ehrlich. Fick dich, Junge. Du Blödmann. Sei es Drecksgeist. Ich soll ein verdammter Geist. Du blöder Geist, ey. Die ganze Zeit geisterst du hier rum, es reicht verdammte Scheiße. Die Leute haben Angst, Mann. Wenn ich hier rauskomme, werde ich euch holen, ihr kleinen Nakoyen! Ehrlich, Nakoyen. Nakoyen! Nakoyen drin, zweimal mehr. Fick dich, Geist. Fick dich, Geist. F for you, F. Ey, verdammt, Jung. Fick dich da drin. Das war für ein echter Geist. Das UFO, Elizabeth, Zack, für Saisonist, das ist alles ein großes Puzzle, Mann. Okay, für mein Verständnis, das einfach, dem UFO ist abgesoffen, eine Tote, das fliegt hier rum. Fertig, Junge. Komm mal mit. Wenn dir das gefällt, dann zeig ich dir was. Können wir das kaufen hier? Hier, die Scheune. Mach dich bereit. Guck dir diesem Haus an! Ja, guck mal weiter. Mit, gefällt dir das? Ja! Komm, wir zeigen ihm. Komm mal mit. Das ist wie geleckt! Das können wir kaufen, Knossi. Ja? Oh, fuck. Theo. Was ist passiert? Nix, gar nix. Was ist passiert, Antonio? Ich kenne einen Freund, der heißt, fängt mit K an und hört mit Ossi auf. Und das habe ich gerade gedroppt aus Versehen. Ich kenne ihn nicht. Ich auch nicht. Dieser Arschlochjunge. Mit Burger King Krone, Junge. Wunderbar. Meinst du den einen mit dieser Krone, dieser blöde Wichser oder was? Ja, hab ich schon gesehen, Junge, in die Instagram-Lupe, Junge. Diese Fickfotze, Junge. Okay, sag mal. Knoppe, Junge! Ey, ich frag mal, ob wir das Haus kaufen können. Ich kauf die Hütte hier, Junge. Ich seh das. Ich seh mich hier, wie ich hier liege, Junge. Wo ist dein neues Haus? Zeig mal her, ich besuch dich mal. In die Baracke, Junge. Ja, ich brauch ein Koordinat. Du brauchst nicht kommen, ich hab jetzt ein wichtiges Gespräch mit Polizei. Was soll das heißen? Ich bin dein Freund, Digga! Ja, dann komm, die nehmen dich mit, die Aalglatte. Nee. Der Polizeipräsident, was denkt ihr, wie viel Geld ihr für den Was Fall mag haben? Ich mit meinem Rucksack, Junge? Es ist nicht schlimm. Okay. Was denkt ihr, wie viel wir für den Polizeipräsidenten? Okay, wir machen das anders, Junge. Pablo Eiko, Junge? Einiges. Komm, wir packen den ein. Ich geh im Gespräch rein, dann mach ich einen guten Eindruck. Du kommst, machst Kacke, ich helfe die Polizei, Junge. Ach, no, auf gar keinen da Fall. Da ist er. Lass uns raus. Wunderbar, die ist endlich da. Theo, hörst du mich? Wenn wir den jetzt entführen, weißt du, wie viel Geld... Mach das nicht, Junge. Ich will eine Arbeit. Ich will mitfahren, Junge. Dann kann ich nie Ach wieder so. Mitfahren. Mach so. Du das, kannst du es gerne machen. Und ich mach dann mit und sage, oh, hier, Arglatte, Junge, ich helfe dir, ich stehe dir bei. Ich bin für dich gute, bla, bla, bla. Und ich mach ein bisschen die Arschlecke, komm. Ich mach die Arschlecke, Junge, und du machst den Dreck. Okay, aber warte, ich muss kurz meine Stimme feststellen. Hallo, ni au, hier, Ling Ling. Wie geht's dir, blödel Wichsel? Hä? Bist du denn, Kakulito? Hast du ein Alpo? Ich kann auch ein bisschen meine Stimme verstellen. Komm mit dir, ich mag mit dir gut Massa. Was Hasa? Du machst zeig mal, guck. Ich nehm dich mit, Ebbe, nimm mich mit, Dola, Junge. Soll machen, Massa mit Alpo. Das ist doch Taylor. Oh, hallo, ich bin Theo.
Ich habe Lust, von allen wichtigen Leuten auch die Ärsche zu lecken. Ich freue mich so. Hallo, hier Aalglatte. Leo. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo, wunderbar, ich bin die. Ich freue mich, Jay. Ich freue mich auch. Gucken wir mal. Sekunden. Du Freund, Freund. So. Ich flaume. Falsch, genau. Freund. Was ist denn mit euch los? Habt ihr hier gekifft oder was? Wunderbar. Nee, das sind die Schimmelsporen hier im Haus, verstehen Sie? Ja, dann kommen Sie mal schnell hier raus, ey. Sie hören sich aber echt... Hast du Abo? Wunderbar. Was hab ich? Abo! Ja, ob sei hier Antonio, das ist die hier Aalglatte, ja? Okay, komm. Ja, komm mit. Mein Name ist Theo van Alge von Holland. Okay, guten Tag, mein Name ist Aal. Können wir Hand geben? Hallo, Floyd. Ach so, ich wie dachte... Wie ist dein Name, Floyd? Guten Tag. Ich kenne den nicht. So, wer sind Sie? Leng Leng, Cheng Cheng. Wer? Wo abit Apo? Leng Leng ist es. Er putzt, ich verstehe ihn nicht. Ja, weißt du, Cheng Cheng. Ich sag mal so, der war in einem Busch drin, in einem Kofferraum, der ist hier rüber, illegal. Aber der steht unter meinem Schutz. Kein Problem, Herr Aalglatt, gucken Sie kurz nach hinten da an die Busch. Ich mach das kurz, dass dem besser geht. Sekunde. Super. Junge, du versaust es nicht, du Idiot, Junge. Ich bin. Ah, wunderbar, Herr Aalglatte, so. Herrn Aal, verstehen Sie, wunderbar. Wir müssen ihn ein bisschen integrieren. Wen? Mich? Den Herrn Aal. Ja, ich, wie mich? Den Herrn Dings, Theo von Allgemein. Also, Herr Alge, Sie wollen ein Praktikum machen bei der Polizei. Ich möchte so gerne einmal mitfahren, Ihrem Alltag erleben. Ich möchte für Sie die Brötchen holen, ich würde das Auto saugen, ich will dabei sein, Junge. Können Sie dabei sein, hört sich gut an. Haben Sie früher auf der Kirmes gearbeitet? Ja, das kann ich auch. Ja, ich war auf die Kirmes gearbeitet, ja. Ich war einmal mit dem Boxauto, habe ich die Fuchsschwanz gehabt, durfte ich die Boxauto rückwärts reinfahren, war ich 8 Jahre alt. Und außerdem habe ich schon wieder zu viel Informationen an die Boxmaschine geboxt, die Jahrmarktboxe, Junge. Was waren Sie denn? Waren Sie der Boxsack oder was? Ich wurde den Boxsack und der junge Mann zum Mitreisen gesucht. Aber wollen Sie einen Termin machen? Wann denn? Nächste Woche Freitag um 27 Uhr? Wieso 27 Uhr, Junge? Bei uns ticken die Uhren hier anders oder was, Antonio? Nein, wann wollen Sie einen Termin machen? Du musst schon sagen, wann. Ungefähr. Ungefähr möchte ich Termin machen. Eine Sekunde bitte. Ich will aber mit Ihnen fahren, mit dem Boss, Junge, die was zu sagen hat. Kann ich dann auch so ein Anorak haben, die gelbe? Ja, selbstverständlich. Das ist Grundvoraussetzung. So dürfen Sie gar nicht missfahren. Und ein Pistole, bitte. Ein was? Pistole. Ja, ich denke, mit Wörtern sind Sie überfordert. Was wollen Sie mit einer Pistole? Helfen. Die Menschheit helfen. Warte, du wolltest sagen, El Bixel kann keine Waffe haben. Einmal noch mehr, Aalglatte, gucken Sie mal die Scheune da hinten. Wunderschöne Scheune. Einmal hinten gucken. Verdammte Kacke, Junge. Wunderbar. Super. Schönes Haus ist genau. Das, ne? Ein gutes Haus. Haben Sie ist auf jeden Fall nicht schlecht. Sonntag 19 Uhr. Alle Freunde. Ja. Hoppla. Fragen Sie nach Aal. Verdammte Kacke, Junge. Nächstes Mal, wenn Sie mich küssen, bitte vorher Zähne putzen. Aal. Ja. Haben Sie ein Apple? Hast du ein Apple? Was hab ich? Ein iPhone. Ein iPhone? Mhm. Nee, ich verdiene noch nichts hier bei der Polizei. Ich kann übersetzen. Der hat gesagt, ihr schnuppert es schön. Ich kann nachher ein bisschen Kalate hunter. Au! Was soll? Okay, Aalglatte, Junge. Lingling. Guck mal da hinten die Wasserbehälter, Junge. Okay. Ganz da hinten. Siehst du das? Die Wasserbehälter, Junge. Der da oder was? Junge. Mann, ich locker die Stimme, verdammt. Junge, jetzt kannst du das machen, Junge. Ich hab meinen Termin. Jetzt kannst du den mitnehmen. Ja, ich locker doch. Ja. Ich bin unschuldig, aber ja? Dann mach ich gerade dabei, die zu mach doch jetzt. Viel Spaß, Junge. Ich drücke Daumen. Du brauchst einen Bulldozer und nicht mich. Ja, so. Ich bin der Bulldozer. Hey, Aalglatte. Warm werden. Ja. Ich freue mich wirklich sehr von der Bekanntschaft mit dir. Ich auch. Und ich will einfach sagen, ich will mitkommen mit den Gangsters und ich werde die Verbrechen aufklären und ich werde helfen. Sehr gut. Eine Frage. Du als ein Hündchen zu sauer, 3,50 €? Was? Hündchen zu sauer, 3,50 €? 3,50? 3,50 € von der Angebot. Freunde, Butz? Die Freunde. Wer ja, bitte? Freunde, ich ansah den Freunde. Wo hast du mich hingebracht, Butz? Ehrlich. Sag mal. Wie gesagt, ich kümmere mich um Lingling. Das ist kein Problem. Ja, und kümmere dich jetzt um den. Ey, Kling Kling! Ey, Kling Kling! Herr Lingling, gehen Sie mal einen Schritt zum Haus. Warte, weil Lingling ist die Schnauze, well. Junge, wir machen hier ein Testaufgabe. Ich muss das übersetzen, sonst versteht er das nicht. Ja. Lingling, heitaucho, tickato, Samsung, Sony, tickato. Okay, genau den, genau den. Okay, Theo hat es verstanden, er hat gesagt, er lässt sich auf Schnauze. Ja, hau ihn jetzt. Ja, aber du musst es machen, Antonio. Ich bin die Polizeitest. Genau, so machen wir das. Das ist eine Simulation.
Antonio, hau den einmal bitte. Ich soll den hauen. Okay. Du, ja, ja. Verdammt. Okay, ich werd's erstmal ankündigen. Oh, ich bin nicht immer nervös, wie ich das löse. Die Panasonic Sony Takata. Ey! Junge, dickst du sauber, Junge! Sau nicht! Du kommst mit in die Revier, Junge! Ah, bist du be. Was war falsch, Junge? Was war falsch? Das war falsch, sie müssen das mit dem Knüppel machen. Au, shit! Oh. Ach so, ich hab kann keinen Knüppel. Sein, dass nicht mehr ja, wenn du mir die Knüppel gibst, dann mache ich das ja auch. Ich hab keine. Ja, das ist der erste Fehlpunkt. Und jetzt rufen Sie mit dem Mediziner. Das war ein Test, ja. Ja, das war keine Absicht, Mensch. Aber ich hab das schon gut gemacht, oder? Für den Anfang. Ja, Ausbruch. Also, Gewalt ist schon wichtig, um seine Meinung auch nochmal zu verstärken. Das haben Sie schon ganz gut. Also sollten Sie vielleicht im Vorfeld ein, zwei Mal rufen so. Ey, und da bin ich stolz, die Grundvoraussetzung ist da von Jahrmarktboxen, ja. Junge. Wow! Erst aber einmal, hören Sie bitte auf. Und dann auch mit der Faust nicht. Vor allen Dingen nicht, wenn man keine Handschuhe anhat. Aber dann auch mit dem Knüppel. Ben. Ach so, das wusste ich nicht, dass ich zu soft war, Junge. Das tut mir leid. Officer, Hände hoch, Hände hoch. Schau, was ist jetzt los? Officer, Hände hoch. Ey, Alter, bitte, ich muss dich helfen. Ja, ich steig auf, ja. Ja, ciao, ich kann nicht. Bei mir ist alles. Ciao. Anton? Ja, was geht? Was geht ab, Cousin? Hören Sie mir bitte zu, ganz kurz. Was ist hier los? Ich höre zu, bitteschön. Bitte fahren Sie jetzt. Sonst muss ich festnehmen. Nee, Sie wollen mich festnehmen. Ja. 5 gegen 1. Sind Sie sich da sicher? Marcel Heri, deswegen sage ich, bitte fahren Sie jetzt. Ich frage Sie noch einmal. Ja? Ich flieg weg. Sind Sie sich sicher? Ich helfe die Aalglatte, hör auf! Festnehmen wollen, hä? Heris, hören Sie mir bitte zu. Ja. Sie wissen, wer ich bin? Nö, keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Ich bin der Präsident der Polizei. Wow, und jetzt habe ich Angst, Digga. Nein, noch brauchen Sie keine Angst haben, aber ich will auch nicht durchfunken, dass die Leute kommen. Deswegen, ich wenn bitte du Sie. Wenn du durchfunkst, bist du tot, Digga. Sag ich dir so, wie es ist. Nein, ist sie nicht. Willst du durchfunken? Bist du dir sicher? Jetzt ist sie Schluss. Das. An die Stelle ist Schluss hier. So, woher hat er das? Das Geldliebe. Geldliebe, die Aalglatte macht keinen Spaß. Aber der Herr Aalglatte, Junge. Ja? Ich respektiere ihre Eier. Okay, wir ziehen ab. Hören Sie mir zu. Okay. Olaf, wir ziehen ab, wir ziehen alle ab, wir ziehen alle ab. So, eine Sekunde nochmal, Harry, ja, was ist das Problem mit die Office und die Aalglatte? Wir ziehen ab, wir, Jungs, alle einstecken. Warum nimmst du dem nicht mit? Ja, weil ich alleine bin. Oh, verdammte Kacke, ich bin doch da. Kannst du mich jetzt richtig testen, Junge? Wir können das zusammen durchziehen, wie Beverly Hills Cop, Teil 1, 2 und 3, Junge. Wenn du das willst, Junge, gib mir ein Zeichen, sag einfach Schneemann. Nein, alles gut. Geh noch, wenn du Schneemann schreist, komme ich sofort. Wo wollen Sie denn hin, Officer? Jungs, ich wünsche euch schönen Tag, ja? Ich habe die Befürchtung, dass du mit der Polizei zusammenarbeitest, Theo, kann das sein? Ja, am Sonntag mache ich hier ein Praktikum und ich sagte, du hast ein Problem, weil es gibt im Haftbefehl ein offenes. Soll ich dir sagen, was ich von solchen Polizisten halte, Digga? Soll ich dir sagen oder nicht, Digga? Ja. Bist du dir sicher? Natürlich. 100%ig sicher? 150%, ja. 150% sicher? Ja. Ey! Oh mein Gott. Ey, verdammt, mach das nicht, Junge! Das ist eine Aalglatte! Ey! Ey! Oh, verdammte Kacke, Junge! Der hat auf dich geschossen, Junge! Aalglatte, geh runter, Junge! Ey, mach das nicht, Harry! Alles entspannt. Weg. Lass den doch! Verdammt, hey, Antonio! Was ist hier los? Mir geht's gut, Junge. Was ist hier los? Warum, ey? Ey, Butz, bist du das, Lotto? Na klar. Mir geht's sehr, Mega Mann. Mir geht's super. Was ist hier? Theo, hör mir zu, Digga. Ich bin doch weg. Du machst so Ding. Hast du eine Waffe dabei? Herr Aalglatte, ich finde das Praktikum am Sonntag. Theo, hast du eine? Ist es schlimm, wenn ich eine dabei hätte für das Praktikum am Sonntag? Nö, das ist nicht schlimm, Digga. Theo. Ich habe eine wunderschöne Kinderpistole dabei, ja. Wunderbar. Dann knall den Polizisten einmal für mich ab. Das mache ich nicht. Bist du dir da sicher? Niemals würde ich das tun. So, machst du das jetzt? Warum bist du so? Mach das nicht. Sei doch nicht so. So, bitte. Pack deine Pistole aus. Ich kann nicht. Pack deine Pistole aus, Digga. Ich mach das nicht. Ich kann das nicht. Das kann ich nicht. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder lebt der Polizist heute weiter oder du lebst weiter. Die Polizei ist da. Oh, verdammt, Junge. Okay. Ich geh lieber her. Alle ab. Ich geh lieber her. Alle. Wo gehen wir jetzt? Ja, wir sagen jetzt einmal, hey, Theo, komm mit. Komm, wir gehen. Gut, dass sie wegkommen. Komm, wir gehen auf. Ey, Aalglatte, das tut mir echt leid für dich, ja. Ich wollte mit ihm singen, Officer. Das ist echt schlimm, Junge. Wir sollen wir ein Haus ist sicher. Nein, ich mach das. Ich kann das nicht, Kollege. Du musst das machen. Ey, Bus, egal was passiert, melde. Ey! Oh mein. Ja, dir.
Der hat meinen Fehler gemacht. Die haben ihn kalt gemacht, die blöden Wichsel. Nein. Pablito. Verdammtes Heißel. Pablito. Die haben ihn kalt gemacht. Pablito. Die haben ihn einfach kalt gemacht. Und ich muss, er wollte mir gerade sagen, ich soll es melden und ich werde es tun. Willst du das jetzt echt melden? Auf jeden Fall. Verdammt. Und wenn die mich jagen, für 2 Wochen interessiert mich nicht. Wir haben einen blauen Helikopter jetzt. Ja komm, aber wir dürfen den, glaube ich, nicht nehmen. Nein, dürfen wir nicht. Haben wir nicht Spraydose? Wegen aber mir! Ich bin schuld! Oh Mann, verdammt! Aber Theo, nein, Theo, Theo, ich Theo, bin nein. Schuld, dass die gestorben ist! Theo, nein, 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 doch. Ich bin schuld. Weißt du, was das Problem ist? Ich die, bin so die, dumm! Die Rachsucht der Gangs. Oh verdammt, yo. Ich kann das nicht so leben! Problem. Nicht du, nicht du. Ich kann keine killen, die Heavy sagt killen. Aber merkst du, uns verfolgt der Tod, Theo, uns verfolgt der Tod hier. Könnt ihr mir mal erzählen, was hier gerade passiert ist? Ja, sehr gerne. Er wurde gerne erschossen gerade von den Lila! Hier kamen welche von den Lilanen. Und ich hab nur gehört, wie Herr Al sagte, Herr Heeres, Sie müssen jetzt hier weggehen, sonst muss ich Sie festnehmen. Mehr weiß ich nicht. Okay. Ja gut, dann wir müssen einmal den Kollegen aufsammeln, gell? Mission Bitcoin. Ja, 20, komm. 27, ja? Wir sind wieder alleine, komm vorbei. Alles klar. Ja, oh, ich wurde geblinzt, Theo. Bringst du ein Auto mit, dass wir hier wegkommen? Wir werden abgeholt. Ja, ich hab mein Bazaar. Ich hab gestern mit einem Mädchen geredet. Also komm, lass mal wegfahren, ihr glitzt im Auto. Komm okay, mit. Hast du auch gespritzelt? Was? Hab du gespritzelt, hast du? Was ist denn gespritzelt? Ich krieg den Heli nicht auf, verdammt. Was ist denn gespritzelt? Spritzelt, Junge! Weiße Schokolade, Junge! No way, wie hieß der? Bia. Bia, Bia, Bia. Du bist dünn wie ein Dia. Bia, Bia, Bia. Nein, ich mag das nicht. Wie ein Esspapier. Verdammt, Mann, du hast es drauf. Bia und Jochen. Haut und Knochen. Jochen und Bia. 2 Scheiben Esspapier. Wir zwei, wir gehen durch dünn und dünn. Wo Liebe draufsteht, ist auch Liebe drin. Und zum Beweis, dass ich immer an dich denk, zieh dem Ehering überm Handgelenk. Wunderbar. Ey, Marcel Heri, was hast du gemacht mit die Arglatte Bulle, Junge? Jedes Mal, wenn wir uns treffen, passiert immer so eine Scheiße, Digga. Was du bist ja doch die... Du kleiner Wichser, ich bin zu dir gekommen. Du bist doch der Tumor, Junge! Dreckspolizist, Digga, und sag zu mir, ja, verschwinde lieber, bevor ich dich einpacke, Digga. Was soll denn das, Digga? Ich hab ein Gespräch! Wieso verschwindest du jetzt zur Polizei, Digga? Verdammte Kacke, Junge, du kommst und machst nur Kacke, knallst den Leuten ab! Jo, Theo, hör mir zu, Digga. Er war die Polizei schon bei dir. Ja, die waren da, die sind wieder abgerauscht. Hast du gesnitcht, Digga? Hast du gesagt, dass ich das war? Nein. Ja, Digga, warum glaube ich dir keinen? Das hab ich nicht. Frag doch hier Kakulito. Kennst du den von die Rote? Der fährt vorne, Junge, mit die Sido-Maske. Jo, alles gut, Digga. Ich hab das nicht gesnitcht. Ja, okay, du lebst ja noch, Digga. Und der Polizist musste leider abgeführt werden, muss ich auch verstehen. Weil er hat mein Gesicht gesehen, weißt du, was ich meine? Ja, das verstehe ich, wunderbar. Es kommt halt ein bisschen kalt. Aber es ist halt leider so. Ja, boy, hier bin ich doch. Die Grüne, Theo. Hallo. Ja, Problem? Ich denke, Bier ist nicht hier. Bier? Bier haben wir keins. Glaub mir die Lüge. Bier meinst du ja. Weil das sind sogenannte Kackblocker. Also arbeitet ihr hier? Arbeitet ihr hier? Mr. Kackblocker, Pia ist bestimmt nicht schlafen. Die ist bestimmt hier. Komm, hol die jetzt mal, Mr. Kackblocker. Jetzt wollen wir sie schlafen. Schlafen, echt jetzt. Okay. Ich ist Mr. Cockblocker, hol die jetzt mal her, komm so. Nein, die ist wirklich nicht da, ich mein's wirklich eins. Die ist schlafen. Okay. Die ist schlafen. Okay. Okay, dann Cockblocker, gleich die morgen. Okay. Aber nein, aber dann gehört doch dem Nobby nicht Cockblocker. Ja, ich war gestern mit dir auch. Also ich sag mal so, das ist Pias vergeben. Nobby, na und dann sucht ihr hier von einem Kerl aus, ist doch egal. Was mit Charlene, Charlina? Die ist auch vergeben. Ist auch vergeben. Charlene noch bei uns. Schöne Grüße an Pia, ja? Jungs? Ja. Okay. Lass uns weggehen, Theo. Habt ihr Bock auf Ja, aber was ist mit ihm? Brauchen wir nicht bis zu ihm hochfahren? Nee, ich mag den nicht. Ja, dann sucht ihr doch einen anderen aus. Wenn wir umfallen? Oh, hübsche dabei. Ja, ich merk schon. Ihr seid schon mal extra hier, ne? Ja, ja. Ja, ich bin Norbert. Wer bist du? Nicht interessiert. Das ging schnell, Alter. Die mit die Rote? Willst du dem haben? Ich bin der Marc, Norbert. Gute Frage. Hi, Marc. Hallo Marc, kurze Frage. Norbert würde gerne mit dir mal was essen gehen, ganz unverbindlich. Ja.
Wie sieht es aus? Oh, heute ist ganz schlecht. Komm schon, gib ihm doch eine Soße. Der wird rot wie eine Tomate. Du gehst mit dem jetzt was essen, Junge? Gib ihm doch eine Soße. Okay, ja, wunderbar, ey. Ja, danke. Ja, ich bin hier mit diesen, mit ihm zusammen. Tut mir leid. Aua, der hat einen Korb bekommen. Armer Norbert. Komm, Norbert, Norbert, dann musst du doch mal mit Bier probieren. Norbert, komm mit mir. Komm mit mir, mein Sohn. Du warst mal was zu trinken ansetze. Norbert, komm mit mir. Theo, du bist wie mein, wie ein Vater für mich. Du bist ja auch wie mein Sohn, für Norbert, eine Ewigkeit. Wir, Norbert, wir haben noch einen Versuch. Komm mal her, Norbert, wir haben noch einen Versuch. Mhm. Komm mal her, Norbert. Komm mal her. Ja. Nimm den Daddy an, Junge. Komm mal her jetzt. Was es umsonst gibt, das lernst du gleich von mir mitgenommen. Darf ich den Daddy haben? Ja. Ich schenke die Gaucho, wenn ich ins Maul. Ja, danke. Wunderbar. Norbert, sag danke. Sag danke, Norbert. Danke. Sag, Norbert, net, sag lieb, gib Hand. Okay. Ah, der Norbert liebt mich noch. Wir lieben uns. Norbert, komm mal kurz mit. Wir haben noch einen Versuch frei. Für was? Ich hab da was für dich. Ja, guck mal, mein Kind. Wunderbar. Du kannst ja mal reinfühlen, ob der auch was für dich ist hier. Fühl mal an, Junge. Ich gleich in die Fresse, setz mich ab jetzt. Fass mal an hier, ob der auch was für dich ist. Ja, Norbert, ich find den gut, Norbert. Dein ich find den gut! Okay, das ist nicht. Ich mache wieder das jetzt. Ich mache wieder das jetzt. Warte, kannst den Lappen wieder abtransportieren, den will keiner. Brauche eine Karre? Ich knall ihm heute ab, Junge! Wegen Anton? Marcel Harry, ganze Leben macht mich so schwer in dieser Stadt. Jeden Tag kacke. Ich knall ihn für dich ab, Theo. Das würdest du für mich tun? Ja, Theo, du bist wie ein Vater für mich. Ich gebe dir die Erlaubnis, dem abzuknallen. Also ihr, wie gesagt, wir können euch helfen beim Planen und so, man muss beim Planen und so, beim Umsetzen, aber das Problem ist bei der Umsetzung, ist es halt blöd, die dürfen halt nicht so den Platz zurückverfolgen, wisst ihr? Ja, richtig. Ja, deswegen, vielleicht sollst du deine Hose ausziehen. Sieh, das werde ich jetzt erstmal machen, weil wenn ich meine Hose ausgezogen habe und meine Schuhe... Hose ausgezogen, ja, alles gut. Ich finde das auch sehr amüsant und prickelt. Okay, Jungs, die Plan ist folgende. Call sie mit dem Helikopter hier hin. Jetzt ruft ihr mich an. Du holst dem ab, hier auf dem Dach. Wir warten hier. Alleine. Große Liga. Ay, Marcel Harry, Junge. Ja, ja, nicht mehr Hurensohn, sondern der große Liga. Jo, hallo? Die Nummer 1, Junge, bitte. Hey, jo, was geht, Digga? Alles klar? Wunderbar, alles, Junge. Du fällst hier bei unserer lustigen Party. Komm, wir holen dich. Wo steckt ihr, Digga? Ich schicke einem, die holt dich. Wo bist du, Junge? Wir sind auf die Dächer. Bist du mit Papito? Na, Typi mit Kakolito, ja. Ja, ja, der holt mich jetzt ab, Digga. Ja, komm, dann kommst du schön, ja? Ja, lass gleich. Wunderbar, freu mich! Hey. Das war ja Kinderspiel, Junge, die kommt jetzt. Theo, hast du gesagt mit Pacolito? Kakolico! Oh. Ja, wieso? Ja, der wollte nicht genannt werden, sonst haben sie Gangkrieg, weißt du? Ja, sag aber ihn. Ist nicht schlimm, der hat es bestimmt vergessen. Ach so, ja, ich hab... Sag ihm nicht, dass du es gesagt hast. Nein, hast du nicht gesagt? Nein, haben wir gar nicht gehört. Nein, hab ich auch nicht. Ich hab gesagt, Kakoliko. Wer ist denn Kakoliko? Das ja, ein Kaktus, eine neue Kaktusart. Genau so ein Ding. Versteckt euch hier oben. Geh mal in die Antenne hoch. Oh, verdammten Kacken. Nobby! Das ist dein Ernst. Oh, verdammt. Hau dem hoch. Wo bist du denn, Junge? Spring! Schnell, Junge! Jawohl, Junge! Bam, Junge! Natürlich, Junge! Das war gut, Theo. Natürlich. Du bist Verlass. Theo, krass, ey! Oh, Junge, das war krass, Junge. Ich hatte kurz Angst. Ich hab mich eingekackt, die Funken sind mir gesprüht, Junge. Du kannst so viel, wenn du willst. Ehrlich, super. Oh, geil. Die Funken sind gesprüht, Junge. Hier bin ich doch! Hallo! Hallo! Ich bin. Ja, wunderbar! Ich bin die Marcella! Wunderbar, Marcella, Junge! Was hier passiert, Digga? Die sind nicht tot, die Vögel! Ach so. Ihr kleinen Wichser. Die machen Spaß, Jungs, steht die auf, leben, Jungs. Die leben. Natürlich, die sind doch nicht tot. Jungs, wie geht's euch? Uns geht's gut, gut, Digga. Wie geht's? Hi, ich bin Norbert und wer bist du? Jo, Norbert, ich bin Marcella, Digga. Und ich kann nicht aussehen. Nimm mal deine verdammte Kanone runter, Junge Gaul. Ich vertraue euch nicht, Digga. Tut mir leid. Ich hab doch die nicht mitgesprochen. Du kannst dein Ding anbehalten, Junge. Entschuldigung, ich kann nicht aufstehen. Also die... Hey! Nein, nein. Ich kann den Gaul nicht leiden, Junge. Können wir den vom Dach schmeißen? Hände auf, wenn wir den vom Dach schmeißen sollen. Ja, dann gib mal Strom. Oh! Überstimmt, Junge! Überstimmt, Junge! Theo, hör mir mal zu, ja?
wird einer gelünscht. Ab! Yo! Ja, ich hey! Ich dachte, das machen wir. Hör mir mal zu, ja? Ja, okay. Hier, mir wurde gesagt, dass du nicht Theo von Allgeist, sondern Theo von Großer Hurensohn. Stimmt das? Das stimmt nicht. Nein, okay, nein. Stimmt. Der heißt jetzt nur noch der Große, Digga. Nicht mehr der Theo von Alge, die Große, die Nummer Große. 1. Was willst du? Auf dein Knie gehen. Hey, hey, hey. Auf dein Knie gehen! Hey, hey. Auf dein Knie gehen! Hör mir mal zu. Moment, lass ihn. Es reicht nicht! Alles gut, hey. Hey. Bleib da sitzen, Junge! Nobby! Bleib blockiert! Nobby, die Pinke runter auf die Knie! Ey, wenn die Pinke nicht auf dem Knie geht, jag ich den Harry Blau in Blei in seinem Kleinhirn, Junge! Ey, was beruhigt dich kurz? Alles gut, ey. Die Pinke auf dem Knie, Junge! Wir sind alle Hermanos, beruhigt uns alle. Jo, alle ey, beruhigen. Harry, hör auf ihn. Harry, alle auf dem Knie gehen! Jo. Pablito, geh auf die Knie. Auf den Knie und die Lila hinten auch, Junge, mit die großen Schnauze. Ey, warte mal. Ey, bist du da? Auf dein Knie! Nobby! Willst du das sicher machen? Mit die Pistole auf die Lilanen draufkommen! Nicht schießen, nur draufhalten, gucken! Antoine, willst du das wirklich machen, Digga? Na, wie ist es da auf dem Boden? Wie ist es jetzt, Herr Reyer? Bist du dir sicher, dass du das machen willst? Du Rattenjunge! Da ist es sehr gut, Digga. Da ist es sehr gut, Digga. Du weißt schon, dass ich... Gefällt's, ja? Wenn die Lilanen nicht gleich runtergeht auf die Knie, dann jag ich ihnen ein Blei rein! In die zwischen die Augen, Junge! Norbert, schön im Auge behalten. Du gehst runter. Du gehst runter. Okay, Nobby, zeig mal, dass die Pinke nichts wert ist! Ey, geht alle wir knallen die Lilane ab! Fünf! Sieben! Norbert, knall die Lilane ab, wenn die nicht auf die Knie geht! Wunderbar! Er hat Notgefunkt, da kommen gleich ganz viele! So, jetzt pass auf, Junge! Entspann dich! Okay, ich du hast ihn im Auge! Was du willst, Digga! Pablito, bitte mach mal Platz, Digga! Ich will, dass du... Sie. Ich will, dass du einsiehst, dass du große Fehler gemacht hast! Die Rote aus dem Weg, Junge. Erzähl mir erstmal, was dein Problem ist. Wie komme ich hier wieder raus, Digga? Erstmal müssen wir uns entschuldigen bei Pablito. Du wolltest, dass ich die Polizei umbringe, Junge. Ja. Okay. Du hast mich verarscht, Putz. Als allererstes, Pablito und Sergio, Digga. Das werde ich euch nie verzeihen, Digga. Was denn? Wieso macht ihr das? Was haben wir gemacht? Dass ihr mich hier in eine Falle steckt, Digga. Was für eine Falle? Ihr richtet doch auch auf uns die Waffe, verdammt. Das heißt. Kakoliko, setz dich hin, Junge. Ja, beruhig dich, Markus. Beruhig dich. Ich will, dass du mir die Ehre erweist. Ja, bitteschön. Ich will euer Haus. Du willst mein Haus, Digga. Verdammte Kacke, Junge, ja. Kannst du denn die Miete aufbringen, Digga? Natürlich, Junge. Okay, wunderbar. Kannst du gerne haben, Digga. Ist dein. Gott, ich bin enttäuscht. Ich bin sehr enttäuscht von dir, Junge. Greg, Mensch, da passiert nicht ganz gut. Purzi, ich dachte, wir sind Freunde. Wieso verlangst du von mir, dass ich den Bulle kille, Junge? Theo, zwei Wochen habe ich den Fahrt. Ich kann euch 3-1 sagen, ich werde euch finden. Hört, nein. Wir rechnen heute ab mit alles. Einer muss sterben. Ich möchte nicht sterben. Macht unter euch, ich will den Gespräch hören. Entweder die Lilane mit die Oberkörper oder Marcel Harry muss sterben. 30 Sekunden Zeit. Ab jetzt unter euch das auszumachen. 30 Sekunden ab jetzt. Wer von euch soll sterben, Junge? Theo, nicht Kreckmensch. Kreckmensch ist gut. Gut, dann ist es Harry. Pablito, ich will dich nie wiedersehen, ha? Ja, du legst hin. Als mein Sohn, ich weiß, dass du ihn freust, ihm eine Kugel reinzujagen. Entspannt euch, Digga. Okay. Wir klären das, ja? Haben die Verstärkung gerufen? Theo, du kriegst... Nein. Wir haben keine Verstärkung. Es ist niemand mehr wach, Digga. Ich hab's genau gesehen. Es ist... Ja, aber es ist niemand mehr wach. Ich geb dir meine Garantie, Digga. Nee, ich hab vorhin gesehen, den Watto. Schieß ihm ins Bein, Junge! Der Watto wurde geblattautet, Digga. Warum wenn hier jemand hochkommt, ja, bist du am Aus. Weil ich gesagt habe, dass du siehst, dass wir ernst machen, Junge. Aua, hast du mir ein Bein geschossen, du Wichser? Natürlich, Junge. Ja. Nochmal einen ins andere! Tut weh, ja? Nochmal eins ins andere. Natürlich. Jawohl! Ja! Oh, ich sag dir ehrlich, Antonio, ich hab ein bisschen ein schlechtes Gewissen auch. Was denn, Theo? Ich hab ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Norbert, du hast die bitte im Black. Norbert! Theo! Ich hab ein bisschen schlechtes Gewissen auch. Wieso? Hast du? Ja, natürlich. Okay, pass auf. Wir sind anders, oder? Sind wir anders, Theo? Verdammte Kacke, ja, ich kann das nicht. Okay, pass auf. No. Irres, aufstehen, mitkommen. Ihr bleibt bitte hier. Norbert, du hast den Black. Es reicht. Digga, entspann dich. Wir können was aushandeln, Digga. Nee, du willst Wohnung. Gar nicht handeln. Die runter. Ey! Doch. Ey. Okay. Warum ist der geplatzt? Bro, also der Heli hätte nicht explodieren dürfen. Weißt du, erst mit einem Schuss ist der Heli explodiert. Der hätte nicht explodieren dürfen. Deswegen wollten wir fragen, ob wir einfach wieder davor wieder weitermachen.
ob wir da weitermachen können, weißt du? Die links explodiert oder was? Ja, ja, der Heli ist explodiert. Guck mal, der war hier und der ist mit einem Schuss ist er direkt explodiert, weißt du? Und das hätte gar nicht passieren dürfen. Ich weiß, woran es lag. Also deswegen sind auch die meisten gerade hier tot, weißt du? Marcel Harry, Junge! Nicht schießen, Digga, nicht schießen. Also, nicht schießen. Theo, du wolltest mein Haus haben, Digga, ja? Ja! So, du kannst es haben, Digga. Aber du musst mir eine Möglichkeit geben, hier lebend wieder rauszukommen. Verstehst du? Wir geben dir eine Möglichkeit. Ich ziehe mich kurz zurück mit meinem Vertragspartner. Okay. Antonio? Wunderbar. Antonio, ich von hier zielen, kommen, reden. Ich bin nicht gemacht für einen Mord. Theo, wir sind doch anders, oder? Ja, aber Norbert kann sein, dass du gleich... Können die mich schneller machen? Ja, ich habe auch eine Waffe auf dem gerichtet. Hey, bleib sitzen! Hey! Bleib sitzen! Jungs, wir haben die Waffen drauf. Okay, okay. Sag mir, was kannst du für eine Möglichkeit, was wir für den machen? Ich will ihm Angst machen. Er soll richtig den Tod spüren. Verstehst du? Und dann lassen wir ihn gehen, weil wir sind anders. Ja. Wir müssen ihm irgendetwas mit auf den Weg geben. Das kann so nicht gehen. Hängen bleiben die Hunden, ja? Wir müssen ihm etwas mit auf den Weg geben, Junge. Der kriegt auf jeden Fall einen Schuss ins Bein und darf sich verpissen. Das war's? Und einen auf Fresse. Dann lass mich das machen. Es reicht, verdammte Scheiße. Ich versteh's, ich versteh's. Du hörst jetzt verdammt nochmal auf mit deinem ganzen Scheiß, den du ständig machst. Jo. Da bin ich ganz bei dir, Digga. Rumballung. Ich hab sehr viel Scheiße. Beleidigen. Jo. Das ganze Repertoire, was der hier zu bieten hat, hört genau jetzt auf. Weißt du warum? Das hört genau jetzt auf, Digga. Weißt du warum? Nee, du willst mich jetzt nicht töten, oder? Ich mach's! Weil du erstens einen auf die Fresse kriegst, du kleinen Pisser. Wir sind nicht so wie ihr, hm? Herr Rey! Theo, was du... Wieso benutzt du mich so für deine Zwecke, Junge? Oh, meine Nase, Digga. Ich will ganz gute Sätze jetzt von dir. Ja. Du bist der Schönste, Theo. So. Aber eine Sache wird noch gemacht. Oh mein Gott. Auf die Knie! Du wirst mit einer Narbe hier weggehen. Ja. Dass du an uns denkst. Das will keiner. Ja, wird doch alles gut. In die Eier rein! Nein, hey. Ich hab Nasenbluten, Digga. Nicht schießen. Bitte. Nasenbluten, okay, nicht schießen. Okay. Nicht schießen, bitte. Du kriegst meine Wohnung hier. Ich bin Norbert, okay, ich bin cool. Du kriegst alles, Digga. Schlüssel geben. Ja, ich geb dir die Schlüssel. Alles easy. Ja, und Theo? Ja, das, wenn es eine Rache geben werden sollte von dir. Nein, auf gar keinen Fall, Digga. Ich hab endlich. Dann komm ich mit den anderen Jungs, ne? Ich hab dazugelernt, Digga. Und mit euch ist nicht gut kippen. Nein, dann mach Theo mir Ärger. Hast du mich verstanden? Ab sofort ist Theo nicht mehr die Hurensohn. Nein, ich bin der Hurensohn. Theo ist die Nummer 1. Weißt du was? Nicht mal du bist der Hurensohn. Es gibt nein, was geht man selbst? Wenn du kommst und uns siehst, ja. Gehst du vor uns auf die Knie und sprichst uns an mit euer Gnaden. Wirklich, echt jetzt. Ja, alles klar, mach ich. Ist es klar? Das ist mir klar, Digga. Dann rausch ab, Junge. Ich geh her. Aber nicht mit dem Helikopter, Junge. Den nehmen wir. Wir werden so lange auf euch ziehen, bis ihr weg seid. Abmarsch, Junge! Den Gau nehmt ihr auch mit, Junge! Wir nehmen den Heli! Gau, Junge! Wie kommen wir denn weg? Raus aus dem Heli! Nein, wir nehmen den Heli aus deinem... Ich hab doch gesagt, nicht mit dir, Heli! Raus, Junge! Wir wollen euch nur ein bisschen... Ich geb dir nur einen Verband, entspannt. Ärgern! Was soll ich denn machen? Bisschen ärgern! Du bleibst jetzt genau hier! Komm mal mit! Du kommst jetzt mit! Hab die Fallschirme! Komm mal her! An die Kante gehen von dir aus! Nein, mach das mit Marcel! An die Kante gehen von dir aus! Spring! Wunderbar. Der ist tot. Komm. Der? Hey! Hände hoch! So. Dann bist du nur noch alleine, du kleine Fotze. So, jetzt geh auf die Knie. Geh mal zu Antoine. Geh mal zu Antoine hinter. Geh mal, dreh dich mal um, Digga. Hast du dich mal umgebracht, Junge? Leute. Ja. Nein, Antonio! Jetzt geh auf die Knie, du Arschloch. So. Antonio! Jetzt zeige ich dir mal, was ich mit dem Wichser mache, Digga. Ich zeig dir mal ganz genau, was ich mit dem auf mache. Auf die Knie, hier. Hier. Antonio, mit deiner Unfähigkeit, siehst du Junge! Das hier, Digga? Siehst du das hier? Oh, meine Blase, Digga. Oh, ja, Digga. Ui. Wo ist Nobby? Mach hol mich mal von unten ab, ein Stück weg unten. Ui. Nobby ist das tot, bleib stehen, oder du bist auch tot. Geh so, auf die Knie, Moment. Ihr schießt Theo nicht ab, hört mir zu, Jungs. Ihr werdet ihn nicht abschießen, ja? Aber ziehen muss man. Willst du Norbert? Willst du wissen, was mit Norbert ist, Digga? Hier, schau mal, was mit Norbert ist. Wir haben euch nicht umgebracht, wir hätten das nie gemacht. Ihr killt die Menschen, warum seid ihr so? Hör mir zu, mein Kind. Ich bin für dich euer Gnaden, hast du mich verstanden? Theo, hör mir zu, Digga.
Du kannst nicht mit den krassesten Motherfuckern in der Stadt ficken, Digga. Das funktioniert nicht, Digga. Das funktioniert nicht. Denn wir könnten ganze Familien auslöschen. Verstehst du das? Ja, Männer, das stimmt. Die zu 30 sind. Und dann kommen drei Hampelmänner wie ihr. Ja? Wir werden dich lebend hier rauslassen. Hast du einen Fallschirm dabei? Nein. Ich werde dir jetzt einen Fallschirm geben. Ja? Ich stell dich hier oben hin und wieder schauen und reingauen. Vergiss dein Essen nicht wieder. Schubst ihn sonst. Wenn du dich schon traust, das schafft er, das schafft einen verdammten Vize-Abi von der Familie einzupacken, Alter, dann spring doch. Ah, ihr könnt mich am Arsch lecken, ihr Versager! Was geht es denn? Das ist die Stadt mal wieder bewiesen. Wey, du bist die Nummer 1. Die verdammte Nummer 1 von der Stadt, Junge. Aber ich soll dir noch einen schönen Gruß von Marcel Harris sagen. Er wird es morgen deiner Schwester besorgen. Als ob er das nicht schon oft genug gemacht hat. Und, soll ich dir was sagen? Du kannst ihm einen schönen Gruß zurückgeben, dass er mit seinem Stift arbeiten kann wie eine Nähmaschine und sie trotzdem nichts merkt bei ihrem Hausflurkanal. Was soll ich sagen? Du kannst mit deinem Shift arbeiten wie eine Nähmaschine, aber sie merkt trotzdem nichts. Wir ficken dich immer wieder, Theo. Tschüss. So, was kann man für dich tun, Junge? Ich bin Kevin aus Kreuzberg. Hier hinten ist Knossi. Hä? Baby, der zockt mich ab hier. Wer bist du denn, Junge? Ich hab nur 500. Baby, wer bist du denn? Ich bin Theo von Arge, Junge. Ey. Bei dir ist aber auch ein bisschen was schief gelaufen, ne? Super, wie schief gelaufen? Was hast du denn für... Was sind du für ein Auto, Junge? Ey, das ist mein Panamera, was willst du denn? Wie, das ist dein Panamera, Junge? Hä? Ja. Wie ist denn dein Name, Junge? Hast du ein Problem hiermit, oder was? Wie ist denn dein Name? Hä? Wie heißt du denn, die Blonde? Das ist Knossi, Baby, kennst du mich nicht, oder was? Ich kenn dich nicht, nein. Oh, Baby, wo hast du den denn hergeholt? Mann, hast du den aus der Gosse gezogen? Schau mal, wie dreckig der aussieht, Mann. Wo kommst du her? Baby. Der hat Einzugslässe, Alter. Gebürtig, wo kommst du her? Baby, ich komme aus Rastatt und du? Rotterdam, Junge. Rotterdam, oh Baby. Gibt's ja nicht. Kann doch nicht sein, Junge. Geld verdienen. Warte, mach mal Werbung für den Glühwein. Mit was für... Baby, hast du schon meinen neuen Alge-Glühwein gekauft? Ich hoffe es für dich. Ja, sonst muss ich jetzt eine rein. Was für Alge-Glühwein? Ich bin der ja von Alge, Junge. Ja, ich hab den Glühwein dazu. Auf der hast du schon gekauft, sonst gibt's jetzt auf die Fresse. Sonst muss ich deine Nummer lecken, hä? Verstehst du? Ich nicht gekauft. Ich doch nicht. Baby, ich nehme dich mit in meinem Panamera. Das war ich aber. Baby, du kannst doch nicht mal ein Panamera fahren. Siehst doch, was ich alles kann. Einfach mal Knotze die Auto geklaut, Junge! Panamera Flow! War nur Spaß, Junge! Ah! Juhu! Junge fährt wie meine von früher! Okay, Jungs, war nur Spaß, komm, wir steigen ein, fahren zusammen. Ich muss jetzt leider deine Nummer lecken, weißt du? Jawohl, Junge! Hast du die Würfelpack drin? Unglaublich. Ja, ja, Würfelpack. Junge, das Auto hatte ich auch mal in einem anderen Leben. Oh, falsch gefahren. Ja. So, Jungs! Hey. Anschnallen! Oh, oh. Oh, Baby, mach mir deine Karre nicht schmutzig. Ich bleib mal anschnallen, Mann. Leg dich ab, Junge. Schön die Felgen schon mal angekratzt. Baby, ich sag dir, machst du dir das Auto Schrott. Ich leck deine Nummer. Nein. Noch ein Unfall und wir können laufen. Oi, yo. Bam! Theo, mein Freund! Meine Karte. Ich hab jemanden mitgebracht, wo ist Antonio? Hier! Baby, da ist Teddy! Guck mal, wer mich mitgebracht hat! Hier die Raute und Knossi! Oh, hier ist Knossi! Teddy! Und Knossi, Junge! Bist du auch wieder da? Vom Rastatt, Junge! Was geht, Knossi? Oh, Baby, Kevin aus Kreuzberg. Wie siehst du denn heute aus? Ja, ich bin weiß zivil unterwegs. Warte, ich bin Norbert. Und wer seid ihr? Baby, sieht ja richtig scheiße aus! Oh, ist bei dir noch Halloween, Norbert? Aber sauber, deine Klamotten, Knossi, ein bisschen komisch, Junge. Ja, ich bin gerade im Krankenhaus aufgewacht, ja. Willst du so einen Trainingsanzug wie ich haben? Oh, Baby, so siehst du auch aus. Ah, guck mal, hast du denn jetzt mal hier von Adidas gekauft, oder? Nee, Reebok. Ey, Knossi! Reebok, oh. Ja? Nee, das gefällt mir. Sag mal, was mit dem Glühwein? Kommt der raus jetzt, oder? Der ist schon draußen. Wir labern den Glühwein, Junge. Ja, ja.
Oh, da muss ich bestellen, ey. Nein, der ist schon ausverkauft. Ja. Ich bin sein Manager. Super. Der ist ausverkauft. Ja. Kann nicht sein, Junge. Das ist mein Manager, der führt dich aber. Ist im Prospekt drin, Junge. Sag noch einmal Baby, Knossi, du machst es so toll. Baby, Junge. Oh, ich sag's dir. Ihr seid doch alle nicht ganz sauber, Junge. Freut mich immer, dich zu sehen, ey. Aber verdammte Kacke, deine Klamotte komisch irgendwie, Junge. Hola, muchachos, wie geht's euch? Das ist Louis Weitenjacke. Den hi, Barrido. Hola, lasst euch mal drücken. Baby, ich muss ein bisschen Werbung machen für die. Ist das Krauns, oder? Ist das Krauns, Junge? Das ist Krauns, oder nicht? Ach so. Boah, ich will auch so einen Scheiß. Ja, das ist schön. Das ist super. Ja, ich will auch so einen Scheiß. Jetzt mal warm, ich schwitze so von vielem Schreien. Ja? Krassi, ich habe auch gehört, du hast ein paar Songs. Ja? Sing doch mal deine Lieder jetzt. Komm, schepper mal was raus. Schepper mal was raus jetzt von deinen Liedern. Wie ihr das gelernt habt, ob ihr das auch hier... Soll ich, kurz meine, könnt? Soll ich kurz meine Musikbox holen und du singst uns dann was? Ja, vor. Und der soll was singen, ja. Absolut. Okay, ich komm gleich. Ja, der Song ist heute rausgekommen mit dem Glühwein. Jawohl! Wunderbar! Ja, kann ich auch noch nicht den Text. Du kannst den Text, Junge. Du kannst den schon. Ich nehm das auf. Du willst doch nächste Woche auftreten. Ah, ist wieder Winterzeit. Ziemlich kalt geworden, aber ich hab da was für euch. Jetzt, Mann. Wir gehen rein in die Glühwein. Singen, Junge! Alles, was es gibt, so nice. Bisschen Theo, helf mir ein bisschen. Rein, wir gehen rein in die Glühweinbrauerei. Probier ein, probier zwei, bisschen Alge mit dabei. Direkt vom Angelcamp auf dem Schlitten. Der König lässt sich nicht lange bitten. Ja, es kann schon eine Zauberei. Was passiert in der Glühweinbrauerei? Ich freu mich auf den heiligen Abend, denn dieses Jahr ist die Bescherung im Glas drin. Für alle, die noch keinen zu Hause haben, kommt einfach vom König von Kaufland. So, Jungs, und willst ihr eine Mülltonne anzünden oder und alle! Let's go! Wir gehen rein in die Glühweinbrauerei. Alles, was es gibt, so nice. Bisschen Alge mit dabei. Wir gehen rein in die Glühweinbrauerei. Probier ein, probier zwei. Bisschen Alge mit dabei. Lohnt das auch? Klar, ein Schluck und du hast eine Krone auf. Aus dem Internet ins Kauflandregal. Alge, Alge gibt es bald in allen Farben. Schon keine Mühe. Ich bring für euch sogar den Wein zum Glühen. Und willst du probieren von dem LXC, dann komm vorbei, denn den gibt es nur hier. Tschad, Junge! Wir gehen rein in die Glühweinbrauerei. Alles, was es gibt, so nice, bisschen Alge mit dabei. Wir gehen rein in die Glühweinbrauerei. Probier ein, probier zwei, bisschen Alge mit dabei. Jaha, alle meine Alge, Leute. Frohe Weihnachten. So, super, Junge. Gibt es meinen Algeglühwein überall bei Kaufland. Also überall bei Kaufland. Wunderbar, Knossi. Hast richtig Zeit, überzeugt, Junge. Kannst den Text nicht mal. Haben wir nach Koje dumm. So, jetzt müsst ihr... Ich hoffe, ihr habt den schon alle gekauft. Hörst du? Wie willst du nächste Woche auftreten? Du musst auch den Text kennen. Hörst du? Guck mal hier, mein. Guck mal mein Salto. Guck mal den Salto an. Oh, ich bin gespannt, Junge. Zeig mal. Ja. Wow. Ey, noch mal machen? Jetzt noch mal. Und sehr geliebt, wow! Wie geht es? Und jetzt pass auf in deine Fresse. Ja! Wow. Schlag mich. Hoppala. Okay, noch mal, aber du musst schnell sein. Du musst den Text lernen. Ey! Geil. Jetzt noch mal, schlag mir, schlag mich. Okay. Boom, wow. Boom. Wow. Und nochmal. Oh nein! Oh no. Oh nein! Ey, was hast du gemacht, ey? Ich war nicht mit Absicht, ich wurde an. Yo! Oh, der Baby, ist tot. Du hast den umgebracht. Wie findet ihr den Knossi-Imitation? Ja, ja. Oh, Scheiße. Wie kann man mich auch kopieren, oder? Ich hab gar nicht solche, glaube ich, solche, wie nennt sich das? So hier markantes los, das, Auftreten, wir haben oder? Bisschen... Polizei! So, Jungs, dann fahren wir, oder? Ich setze mich hinten rein, komm. Ich dachte, sie wollen Sonntag mitfahren. Ja, aber jetzt könnt ihr mich, ich muss irgendwo schlafen. Ich schlafe gleich bei euch, komm. Also wollen sie schlafen gehen? Ich will bei euch schlafen gehen. Ey, warte, ich zeig jemand, schlaf das. Komm, wir machen das anders. Pass auf, guck mal, wir machen das anders, Junge. Ja. Bam, und schon habe ich ein Alkoholvergiftung! Outnüchterungszelle! Ich komm!
Nüchterungszelle! Junge, nehmt ihr mich mit? Komm! Wir fahren! Ja, ich merk schon, ja, was ist das denn für ein Ajax-Hooligan? Ich geh hinten rein, jawohl! Wunderbar! Ich da vorne, Junge, Junge! Mach mal die Sirene an, einmal hören! Vorne drin, Junge! Deo! Anschnallen, oi! Anschnallen, oi! Wunderbar, jo! So, hier ist der Schlafplatz für heute Abend. Wünsche Ihnen eine wunderschöne gute Nacht. Raus aus dem Auto! Dachte Freund und Helper, Junge! Das ist doch kein Heim für Säufer! Verdammte Kacke, Junge! So ist mein Leben. Wieder raus in den Regen. Wunderbar. Schlaf schön, Theo! Schlaf schön, Theo! Alge!